Mit der Vergangenheit ins Reine zu kommen, da hat auch Kroatien noch einiges vor sich. Vor Jahrzehnten, noch vor dem Zerfall Jugoslawiens, gab es in Deutschland eine ganze Reihe von Morden an Exilkroaten, die sich damals für die Unabhängigkeit ihrer Heimat einsetzten. Die Täter waren vermutlich Geheimdienstler. Belangt wurden sie dafür nie, bis heute. Aber das könnte sich nach dem Beitritt Kroatiens zur EU im kommenden Sommer ändern. Frank Hofmann. Es ist jedes Mal ein schwerer Gang für Ljubica Milicevic und ihre älteste Tochter Mladenka. Seit 33 Jahren auf den Hauptfriedhof von Frankfurt am Main. Dort liegt ihr Ehemann Nikola, 1980 ermordet von, wie die beiden sagen, dem jugoslawischen Geheimdienst. Bis heute ist der Mord nicht aufgeklärt. Ich wünsche denen keinen Tod, aber ich wünsche denen, dass die Gerechtigkeit, dass die bestraft werden. Die Beerdigung damals 1980. Milicevic bleibt allein mit ihren 5 Kindern. In Westdeutschland tobt ein politischer Kampf zwischen stramm rechten kroatischen Nationalisten und dem kommunistischen Vielvölkerstaat Jugoslawien. Die Exilanten fordern die Unabhängigkeit von Jugoslawien. Das kommunistische Land soll Killer in die Bundesrepublik geschickt und Oppositionelle gezielt ermordet haben. Ljubica Milicevic sagt, auch ihren Mann. Mindestens 22 Exilkroaten werden wohl in dieser Zeit getötet vom jugoslawischen Geheimdienst UDBA. Nur ein Mord landet bislang vor Gericht, 2008. Oberlandesgericht München. Erstmals werden in einem deutschen Urteil Hintermänner genannt. Das Landeskriminalamt Bayern ermittelt gegen ehemalige jugoslawische Geheimdienstchefs aus der sozialistischen Teilrepublik Kroatien. Haftbefehle folgen. Auch gegen eine Führungsfigur, Josip Perković, zuständig für die Exilkroaten. Er wird von Kroatien aber nie verhaftet. Die Milicevics glauben, dass der Mann mitverantwortlich ist für den Mord an Ehemann und Vater. Sie wollen, dass die deutsche Justiz Druck macht, aufdeckt. Wer da schuldig war, genau, welche Person genau daran mittätig war, wie Perković und seine mitwirkenden Nebenbuhler, dass das endlich aufgedeckt wird. Es wird so vieles verdeckt in Kroatien. Im Sommer will das Land EU-Mitglied werden. Die Familie hofft, dass die Täter dann endlich verhaftet werden mit einem EU-Haftbefehl, denn sie laufen frei herum in Kroatien. Der Hauptverdächtige tritt sogar öffentlich auf in der Hauptstadt Zagreb. Bei einem Gerichtsverfahren wegen ganz anderer Verbrechen, Folterungen durch kroatische Soldaten im Jugoslawienkrieg der 90er Jahre. Als Zeuge erscheint Josip Perković, der ehemalige kommunistische Geheimdienstboss. Über Monate bitten wir um ein Interview. Es wird abgelehnt. Für den kroatischen Journalisten Željko Peratović ist klar, warum die kommunistische Geheimdienstvergangenheit bis heute in Kroatien juristisch nicht aufgearbeitet wird. Es gibt keinen politischen Willen, weil Josip Perković und seine Leute später an der kroatischen nationalistischen Unabhängigkeitspartei beteiligt waren. Die regierte, als sich Kroatien im Krieg von Jugoslawien trennte. Hier in der einst kommunistischen Geheimdienstzentrale blieben die Agenten auf Posten und halfen mit im kroatischen Unabhängigkeitskrieg der 90er Jahre. Wendehälse. Sie machten einfach weiter. Der Journalist Peratović trifft am Zagreber Bahnhof auf jemanden, der das bezeugen kann. Dobroslav Gračanin war Offizier in der jugoslawischen Armee, als der Krieg in den 90er Jahren begann. Er wird erst eingesperrt, dann verhört und misshandelt. Jahre des Traumas folgen. 1992 war es genau hier oben auf der linken Seite, auf dem ersten Stockwerk, zweite Tür rechts. Dort haben mir Perković und sein Gehilfe 8 Rippen gebrochen. Wieder Josip Perković und seine Geheimdienstleute. Damals weiß Gračanin nicht, wer sein Vernehmer ist. Nachdem er freikommt, zieht er weg in die EU, lebt seit 10 Jahren in den Niederlanden. Doch bei einem Besuch in Zagreb hat er seinen Peiniger auf einem Foto erkannt. Die gleichen Leute sind geblieben. Sie haben nur die Kleidung gewechselt.
Die kommunistischen Geheimdienste-Recken der 70er und 80er Jahre sind die gleichen, die ihn später im nationalistischen Krieg der 90er Jahre misshandelt haben. Vergangenes Jahr hat Gradschanin Anzeige erstattet, doch er hat wenig Hoffnung. In Kroatien gibt es kein Recht, keine Wahrheit. Es ist alles korrupt. Nach allen Kriterien, nach meiner Meinung, ist das Land weit weg von der EU. Am 1. Juli soll Kroatien der EU beitreten. Seine brutale Geheimdienstvergangenheit muss es noch aufarbeiten. Es gibt viele ungelöste Rechtsfragen in Kroatien und da bleibt es erstaunlich, dass das Land trotzdem Mitglied der EU werden darf.